Ja, einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Nacht, die hier bei Derail Rally overholdet. Wir sind immer noch auf unserer Rettungsmission von unserem vergessenen Zug. Und ich würde sagen, wir werden dies jetzt nun erledigen. Und zwar, indem wir kurz mal einen kleinen Zug zusammenbauen. Ist keine große Aufgabe, finde ich. Weil, ihr werdet jetzt gleich sehen, habt ihr ja schon ein bisschen was... kurz die Aufgaben hier ausgeholt. Bremse lösen. Und zwar, wir holen C7, C8. Dann fahren wir rüber, Moment, nach C3. Wir holen uns diesen Klumpatsch ab und wahrscheinlich dann nach C5. Ja, war mir klar. Das nehmen wir jetzt alles mit. Und ich würde sagen, wir starten doch jetzt ganz schnell mal, damit das ganz fix geht, damit unserem verlorenen Jungen unseren verlorenen Wagen wieder zurückholen können. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ja, komm. Ich sag ja, die kleine Lok geht viel besser ab, aber... hey. So, dann lösen wir doch mal die ganze Schose wieder. Hi. Ach, schön. Jetzt holen wir uns ja schnell den letzten Wagen ab, den wir letztens im Großauftrag leider vergessen haben. Aber naja. Aber naja. Und ich merke leider schon, hier ist es echt leer im Food Factory. Wir haben, glaube ich, fast alles bei dir ausgeräumt. Das sollten wir mal ändern, indem wir mal ein bisschen mehr hier rangieren. Aber rangieren ist immer so lästig. Ist immer so lästig. Ja, lästig. Naja, aber normalerweise, was muss, das muss, wa? Ah, hat gedauert, aber. So. Freunde. Hammer. Ich will jetzt unbedingt irgendwann mal Military wieder machen. Ich glaube, das machen wir dann irgendwann mal als nächstes im Military. Achso, ich muss ja warten, bis die Bremsen gelöst haben. Haha. Ungeduldiger Mensch hier. Ja, ich will endlich diesen blöden Auftrag abliefern, den wir vergessen haben. Ja, so blöd muss man erstmal sein, wa? So, na komm. Schnell mal ein bisschen rausziehen. Und dann haben wir die Chose auch erledigt. So, mal kurz einer bremsen. Ah, das Spielchen kennt ihr ja. Die hätte ich auch schon aufs Bild vorbereiten können. Aber ich dachte mir mal so, hey, die drei Aufträge, das kriegen wir auch so hin. Ah, rückwärts so. Powern wir mal zurück, weil ich habe was vorhin gelesen, was sehr schön ist. Und zwar 2021 gibt es wieder ein ganz großes Update von Derail Rally. Und ja, ich gucke mal nach, ob wir es richtig machen. C8. C7. Hammer. Müsst ihr mal? Ja. Und da gibt es einige Neuerungen. Ja, Freunde, da könnt ihr euch drauf gefasst sein, was planmäßig reinkommen wird. Aber das werde ich euch gleich erzählen, wenn ich hier zusammengekuppelt habe, die ganzen Möhre. Deswegen beeile ich mich jetzt auch gerade eben. Ich hätte es auch schon offscreen machen können, aber hey.
volle Kanne drauf. Ungeduldiger Mensch mal wieder. Schaden genommen? Nein. Sehr gut. So, jetzt holen wir mal kurz die Möhre noch von C5 und dann... Ah ne, C3 brauchen wir erst. C3. Ach komm, die Bremsen haben schon längst gelöst. C3 und dann nach C5. Merken wir uns. C3. Jetzt ganz wichtig. Das ist unser Hauptaufmerksamkeitsziel. Ah! Und wie man auch mit das Nein macht. Habe ich gerade. Es war auf der Zunge, aber es kam nicht raus. Kennt ihr sicherlich, oder? Ja, zu Genüge. Jetzt zu uns wieder rein. Oh, perfekt. Ah, ich will das da drüben. Danke. So, mal kurz schnell rückwärts. C3, C4, C5. C3, C5. 4 haben wir nicht. 4 müssen wir erst entleeren. Du bist ganz traurig gewesen, dass du nicht mitkommen durftest, aber jetzt darfst du mit. Jetzt darfst du mit, mein Freund. Hier, Tama. Schaden genommen? Nein. Schaden genommen? Nein. So, lösen wir mal den ganzen Rotz. Ist doch... langer Zug, den ich stehen lassen habe, dummerweise. Wollte ich eigentlich nicht, aber hey, aber hey, hey, hey. Hi. So, noch schnell nach C5 die ein bisschen Müll für die Stahlmine mitnehmen. Und dann für Steamil. Und dann geht's los. Warum sage ich eigentlich immer Mine? Ist ja gar keine Mine. Stahlfabrik. Fabrik ist das ja eigentlich. Es ist ja eigentlich eine Fabrik. So gesehen. Schaut, geht doch ganz schnell. Sind wir gleich fertig. Sind wir gleich fertig. Und rückwärts fahren machen wir eh so alle so gerne. So, da können wir ja schon mal einbremsen. So, die ganze Schose rückwärts.
Na, zum Glück kommt hier kein Auto. Wa? Fahren wir schnell rückwärts drauf und dann können wir loslegen. Dann erzähle ich euch dann während der Fahrt, was es Neues gibt bei der Rallye. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon gelesen, so wie ich euch kenne, aber hey, ich kann es auch nochmal sagen. 2021 kann ich sagen, wird wahrscheinlich unser Jahr werden bei der Rallye. Es wird unser Jahr. Es wird unser Jahr. Ja. So. Und vorweg kann ich schon mal sagen, ich glaube, in 2021 wird es dann Staffel 2 geben. Oder ich führe das hier weiter. Ich habe noch keine Ahnung. Schauen wir mal. Das war zu viel. Obwohl. Ja, es war zu viel. Ah, verdammt. Ein paar Sekunden später. Egal. Schnell mal kurz aufdrücken. So. Schnecker ist da draußen. Wir machen kurz Startler. Und immer wenn ich mir die Folgen so angucke, also ich beim Schneiden, merke ich immer, da ist meine Tastatur theoretisch zu laut. Ich weiß nicht, wie findet ihr es? Ist die Tastatur zu laut? Also wenn ich hier so drücke, uah, und da passt es. So, mal kicken, was sagt denn der Sprit? Jojo, können wir mal kurz tanken fahren. Und ich weiß schon, das kurz tanken wird wahrscheinlich voll ausarten in Oil. Weil wahrscheinlich wieder schön viel Ware da ist für den Hafen. So. Freunde der Nacht. Ah, ich würde sagen, wir starten mal die ganze Schose hier. Kurz mal die Waren einpendeln. Und ja, ausgerechnet, jetzt kriege ich Hunger, ja. Jetzt kriege ich Hunger. Leck mich doch an den Klöten. So, Freunde, wir düsen ab. Wir steuern Steamwheel an, würde ich sagen. Das war welcher Auftrag? Der da. Gehst du hin nach B3? Das ist sehr gut. 96. Ah. Passt. Danke. Aber ich guck mal nicht nach, wie schwer wir sind, weil brauchen wir nicht. So, Freunde, ich guck mal schnell kurz, was es Neues gibt bei. Ich hab's im Kopf gehabt, aber ich hab's gerade immer auf dem Schirm. Einen Moment. Geht das? Das geht. Sehr gut. So, was kriegen wir denn? Für nur schöne neue Sachen. 2021 kommt das Update und da tun sie bis dahin noch kleinere Updates dazwischen setzen, so wahrscheinlich Vorbereitungsupdates. Und es kommt. Passt auf, haltet euch fest. Ich muss mich kurz noch konzentrieren. Tag, Nacht ist Zyklus. Also nicht mehr über die Mobs, sondern richtig so vom Spiel her. Verbesserte Simulation für diese elektrische und Dampflok. Also verbesserte Simulation, also dynamisches Wetter gibt es auch, es wird wahrscheinlich regnen und pinkeln, also Regenwetter geben. Für Unterstützung für mehr Lokomotiven-Typen, für zukünftige Verwendung und Basis für Unterstützung von Zugmodifikationen. Also Mods kann man auch sozusagen hier ändern. Ja, im Moment, ich muss mal kurz wieder hier switchen. Geschwindigkeitsbeine. Was haben wir noch? Muss mal kurz gucken, 30 haben wir. Passt, perfekt. Was gibt es noch? Unterstützung, ja, Mods sozusagen und ja, genau. Speichern und Benutzermanager gibt es auch noch. Hauptmenü ist anders, Sandbox-Spielmodus, Sprachlokalisierung. Das ist wahrscheinlich hier auf Deutsch und sowas angepasst und weiß ich nicht was anderes. Also, es wird einiges geben für 2021. Ich habe es gerade abgelesen, gebe ich offen und ehrlich zu, weil my English is not very good, but my East German are better. Gell? Nö. Haben wir das auch geklärt, sagen wir mal so, wie es ist. Und diese Updates werden dann nächstes Jahr
erscheinen. Ein großes Update. Zuvor machen sie, wenn ich es richtig verstanden habe, inzwischen für ihr anderes Spiel doch ein großes Update. Einige Spiel, keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Und ja, ich freue mich drauf. Es gibt wahrscheinlich mehrere Lokomotivtypen. Es wird bestimmt mega. Was halt noch leider fehlt, ist endlich der Multiplayer. Multiplayer, bitte. Liebe Entwickler von D-Ray Rally, gibt uns einen Multiplayer. Bitte, bitte. Zu zweit würde das viel mehr Spaß machen. Könnte man viel mehr Sachen machen. Glaubt es mir. Aber so, es macht schon so alleine Spaß. Aber zu zweit, glaube ich, wird es noch interessanter, wenn ihr dann hier, der Kollege, so wie bei Farming Simulator, steht neben dir und ihr könnt hier zusammen fahren und so, weißt du? Er guckt so, ja, keine Ahnung, Geschwindigkeit, guckt so auf die Strecke, weißt du was, ich meine, kann ja zwischendrin alles machen und belöffeln. Von dem her, ich würde das mir sehr wünschen. Viele wahrscheinlich auch von euch, bis zu 4 Mann wäre cool. Was doch geil wäre, wenn es doch irgendwie so eine Funktion gibt. Zweigleisig, dass man hier die Karte auf zweigleisig ausbaut und mit Signalen arbeiten muss. Reinklinken. Ah, jetzt. Und zwar zweigleisig mit Signalen und einer sitzt irgendwo, keine Ahnung, hier bei Forest oder am Hafen und steuert das alles. So Fahrdienstleistermäßig. Boah, das geil. Muss ich sagen, hey Hubert, du, ich müsste mal bitte von Iron Ore West zu Steam hier bitte. Keine Ahnung. 1500 Meter lang, 3000 Tonnen, passt. Und er hier unten stark am Hafen, hier sitzt er dann und sagt, hey, alles klar, Norbert, stell dich dir ein, kannst dann gleich fahren, wenn grün wird, musst du gucken, wo der Kollege Schubert ist. Ja, zum Beispiel, boah, das wäre so herrlich. Oh, ich habe das schon mit dem Profi so geil ausgemalt. Wenn wir zu dritt oder so wären, weißt du, der eine hier oben will auch zu Steamy, der andere von hier oben will zu Steamy und dann muss man das irgendwie ein bisschen managen. Wäre schon eine nice Sache. Wäre schon echt nice. Wäre echt nice, nice. Das wäre mega nice, nice, nice. Wie sieht der Tank aus? Ah, wir sollten mal noch schnell tanken fahren zwischendrin mit neu. Das machen wir auf jeden Fall. Das wäre halt so eine Überlegung wert, so dieses. Wie soll ich sagen, so Multiplayer-mäßig, das würde ich mir so geil vorstellen. Ne? Wie gesagt, einer sitzt hier unten und managt halt dann alles. Dann sagt er, hier Schubert, du kannst losfahren, du kannst schon mal bis zum Einfallsignal Steamil hinfahren. Musst halt warten, bis Norbert drin ist. Alles klar, Hubert, mach mal. Ja, so in der Art, weißt du? Wäre schon geil, oder? Hey, Schubert, fahr mal bitte nur bis Eulen North, weil, weißt du, wissen nicht, wie lang der andere ist, nicht, dass er draußen steht und so weiter. Zweigleisig halt noch optimöser. Wäre schon eine geile Sache. So würde ich mir Multiplayer vorstellen in D-Ray Rally. Ich wäre natürlich mal der Fahrdienstleiter, weil da muss man nicht so viel machen, sonst man nur rum und klickt zu dem nicht rum und guckt, wo die anderen sind. Das wäre so mein Ding, glaube ich. Zwischendrin mal fahren, wenn man halt alleine auf dem Server rumgeistert. So, jetzt habe ich wahrscheinlich Möp verfasst. Wahrscheinlich. Probieren Sie einfach aus. Ah, er dürfte schon längst drüber sein, so langsam mal. Boah, lauter Reden jetzt über das neue Update und was man sich so vorstellt für die Zukunft von Tino Rennie. War wie damals bei Mafia. Mafia habe ich ja auch damals so gesuchtet ohne Ende. Mache ich ja gerade auch. Und habe ich mir auch so Multiplayer so richtig cool vorgestellt, damals, ne? Also mit anderen Leuten auf riesen Server, 100 Mann und jeder macht so sein Ding. Der eine ist Taxifahrer, der andere ist, ist hier U-Bahn-Fahrer, der andere ist Mafia-Boss und entweder tust du dich dann da hocharbeiten oder lässt es halt bleiben, so eine Art, weißt du? So Sachen, ja. War so meine Idee. Ich könnte voll der Spieleentwickler werden, merke ich gerade. Ja, so Multiplayer-mäßig. Aber ich weiß halt nie, ob das wirklich so geht. Aber es wäre schon cool. Multiplayer, D-Ray Rally. Wäre mega. Wäre echt mega, muss ich sagen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben.
Aber die Idee ist halt nicht schlecht, finde ich. So einer steuert alles, die anderen zwei fahren. Entweder fährt man getrennt oder man fährt zusammen, dann braucht man den in der Mitte nicht, theoretisch. Naja, Ideen habe ich, Ideen habe ich. Ja, falls ihr euch wundert, wo ich gerade hin bin, ich will mich zu meiner Durchfahrtstankstelle. Ich will die Durchfahrtstankstelle, ich will durchfahren und tanken fahren. Wir sind schon wieder einige Aufträge da, verdammt. Verdammt, ich habe doch alles leer geräumt hier. Das ist auf einmal her. Wo kommt diese geile schwarze kleine Lok her? Ne, die ist grün. Ah, verdammt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich mit meinem Auftrag hier reinpasse, aber ich denke mal, ja. Wenn nicht, ziehen wir einfach rückwärts wieder raus. Aber ich will nur schnell tanken fahren. Nur kurz. So, Motor sollte man ausmachen, wa? Engine, Wheels, Body, Oil. Sand haben wir nicht verbraucht. Spritomatico. Frisst aber viel. Egal, wir haben es ja. Wallet. The next train, please. The next train. Müssen wir kurz warten wieder. Der hintere war, glaube ich, noch voll, wenn ich es richtig im Kopf habe. Naja, der passt. Da müssen wir nicht so viel machen. Jetzt habe ich vergessen, die Tür aufzumachen. Ich bin ein schlechter Mann. Ich bin ein Geist. Ich kann durch Türen durchgehen. Achso, Bremse sind noch nicht gelöst. Dauert ein bisschen bei einer Lok, die Länge. Verstehe ich schon. Ja. Hier geht's raus. Das verstehe ich schon. Ah, wäre noch so schön, wenn die Lichter vorne brennen. Brennen die vorne? Ich muss mal kurz testen. Jetzt hat. Oh. Schön, oder? Schon schön. Wenn sie vorne leuchten. So, die nächste Lok ist da. Hier geht's ja raus. Einporten kann ich nicht, rausporten will ich nicht. Oh, was für eine Pfeife. So, so. Body passt. Halt, Oil will ich noch. Passt auch. Spritomatico. Hallo. Danke. Was brauchen wir noch? Neue Hammer. Passt. Danke. Ich beehre euch bald wieder. So, dann gehen wir mal schnell wieder das Motörchen anschmeißen. Obwohl, nein, bevor wir das machen. Bevor wir das machen,
Ich weiß, ich will nicht gucken, aber ich muss gucken. Es geht um viel Geld. Wir wollen endlich viel Geld haben für Militärzüge, großartige. Glaubt's mir, Freunde. Glaubt's mir. Was haben wir denn hier so Schönes? Hafen. 50.000. Knappe 50.000 nochmal. Alter. Schauen wir. Ein Pickup. Load and prepare the train with oil for departure. Nein, nein. Okay. Oh, ich würde gerne die drei noch mitnehmen.